Bei dezentraler Energieversorgung, da denken die meisten ja an Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Hausdach oder dem Balkon. Das ist aber tatsächlich nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es Unternehmen, die Windkraftanlagen für Privathaushalte bauen. Wie das aussehen soll, wenn man seine eigene Windkraftanlage auf dem Dach hat, wo die Vor- und Nachteile zur PV-Anlage liegen und welche innovativen Technologien es in dem Bereich schon gibt, das schauen wir uns heute an und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren und los geht's! Wie ihr seht, sitze ich wieder in meinem Wasserstoffauto, weil es in der Folge eigentlich wieder zu dem Startup gehen sollte. Aber das ist ja leider in der Situation gerade nicht möglich. Aber wir beschäftigen uns trotzdem damit, denn es ist ein sehr, sehr spannendes Startup. So nützlich Windkraftwerke auch sind, sie bringen einige Probleme mit sich. Es gibt zum Beispiel nicht wirklich viel Fläche in Deutschland, auf der man Windräder bauen kann. Nur 5,6% der Fläche von Deutschland eignet sich dafür, vor allem, weil es da halt ganz viele Einschränkungen gibt. Wir haben ja so maximale Höhen, die man erreichen darf und ist ein bisschen problematisch in Deutschland. Außerdem benötigen Windräder für eine ausreichende Effizienz mindestens Windstärke 4 bis 5. Und die Materialkosten, die sind auch vergleichsweise hoch. Deshalb arbeiten immer mehr Startups an neuen, effizienteren Lösungen, um Windkraft geschickt zu nutzen. Dabei ist vor allem ein Faktor immer wichtiger geworden, nämlich die dezentrale Stromerzeugung. Mit dezentral meine ich halt einfach, dass der Strom nicht in einem riesen Kraftwerk direkt neben so einem Hochspannungswerk produziert wird, sondern dass das an mehreren kleineren Kraftwerken überall im Land verteilt passiert. Ein Beispiel ist das Unternehmen Enerkite, was ich super spannend finde. Die haben so ein Konzept für eine bewegliche Flugwindkraftanlage entwickelt, die mit Hilfe von so einem sehr leichten und speziell geformten Flügel Höhenwinde nutzt und sie am Boden zu elektrischer Energie umwandelt. Der Kohlefaserflügel wird durch so ein Kunststoffseil mit einer dynamischen Seilwinde gesteuert und fliegt bei gespanntem Seil quer zum Wind. Da wird so ein Generator angetrieben, der dann wiederum Strom erzeugt. Dabei ist das Fliegen des Flügels in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase ist die Arbeitsphase. In der Phase steigt der Flügel auf und fliegt in achtförmigen Bewegungen. Die zweite Phase ist die Rückholphase. Hier unterbricht der Flügel den achten Flug und gleitet dann auf direktem Wege schnell und mit geringer Kraft zur Ausgangshöhe zurück und geht dann halt wieder in die Arbeitsphase über. Dieser Zyklus dauert circa eine Minute. Der Flügel bewegt sich dabei in einer Höhe von bis zu 300 Metern. Das ist so circa 100 Meter höher, als so die konventionellen Windräder sind. Der Vorteil dabei ist, dass der Wind mit der Höhe stetig ansteigt und beständiger wird. Dazu hat Enerkite Messungen zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme gemacht, die zeigen, dass der Effekt besonders stark ist, wenn der Wind mit der Höhe zunimmt. Vor allem nachts, wenn der Boden windstiller ist, können in der Höhe noch Winde wehen, die dann wieder Strom erzeugen können. Start und Landung des Flügels, die laufen komplett automatisiert ab. Der Flügel ist am Anfang an so einem Mast angebracht, der schnell im Kreis rotiert. So wird der Flügel auf so eine Bahngeschwindigkeit gebracht, bei der er genügend Auftrieb und Seilkraft entwickelt, sodass er vom Mastende gelöst werden kann. Mit dieser Methode kann das Teil sogar bei geringem Wind am Boden gestartet werden. Außerdem ist die ganze Anlage gerade mal so groß wie ein Container und kann ohne hohe Kosten jederzeit versetzt werden, zum Beispiel wenn die Windverhältnisse nicht günstig sind oder aus irgendeinem Grund der Standort nicht mehr okay ist. Bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 7,3 Meter die Sekunde, was einer Windstärke von 5 entspricht, kann die Windkraftanlage EK200, so heißt das Ding, von Enerkite ca. 570 Megawattstunden Strom im Jahr produzieren. Das bedeutet 570.000 Kilowattstunden und im Vergleich dazu so ein Haushalt, der verbraucht im Schnitt 3.500 Kilowattstunden im Jahr. Eine Anlage mit so einem Flügel könnte also im Jahr 163 Haushalte versorgen. Für eine dezentrale Windkraftanlage ist das enorm viel. Wenn man diese Anlage mit anderen Windrädern der gleichen Leistungsstufe vergleicht, also auch so 100 Kilowatt, vergleicht, ist der Ertrag des Flugsystems doppelt so hoch. Und dieses System hat einfach mal eine doppelt so hohe Ausnutzung der Windenergie wie ein vergleichbares Windrad. Vergleichbar heißt, dass es sich um kleine Windräder handelt, die in solchen Leistungsstufen unterwegs sind. Und man muss dazu sagen, dass diese kleinen Windräder an den wenigsten Orten wirklich wirtschaftlich sind. Aber trotzdem ist es so, dass dieses System halt gerade dafür, dass es so klein ist, extrem effizient ist. Es ist ungefähr nur 3% der Landfläche weltweit, wo es wirtschaftlich ist, solche Anlagen einzusetzen. Bei Enerkite kann man sagen, sind diese Wirtschaftlichkeitsaspekte, die sehr an die Windgeschwindigkeiten geknüpft sind, diese Windbedingungen findet man an 80% der Stellen weltweit. Insofern entsteht dann quasi ein neuer Markt für ein Produkt, was es bisher nicht gibt. Ein normales Windrad, wie es in so einem großen Windpark steht, hat durchschnittlich eine Leistung von ca. 3000 Kilowatt und kann damit im Jahr ca. 7000 Haushalte versorgen. Aber auch Enerkite will natürlich die Leistung der Flugwindkraftanlagen weiter steigern. Die nächstgrößere Anlage ist die EK1M. Die haben wir derzeit nur als Konzept. Und die Überlegung geht dahin, dass die quasi etwa das Fünffache an Leistungsfähigkeit hat.
aber immer noch in einem 40-Fuß-Container-Format dann passt. Und die könnte dann adäquat 1000 Haushalte versorgen. Dieses komplette Konzept ist noch mitten in der Entwicklung, aber Ende 2021 wird mit dem Verkauf begonnen. Das heißt, als Privatperson kann man sich sowas kaufen. Die Akzeptanz für die Flugwindkraftanlagen könnte auf jeden Fall höher in der Gesellschaft ausfallen, weil die Anlagen leiser sind und auch der Schatten ist wesentlich geringer, weil das halt einfach da oben fliegt und da ist nur so ein kleines Seil dran. Und was da auch ganz interessant ist, Gemeinden fragen mittlerweile schon an, ob sie so ein System bei sich installieren können, weil für die ist das halt auch interessant, weil es plötzlich nicht mehr so eine riesengroße Investition ist. Und wenn wir das eines Tages nutzen, dann können wir mit der Technologie, die wir entwickeln bei Enercite, etwa das Dreifache des Strombedarfs unseres Landes decken. Insgesamt klingt das Ganze sehr, sehr vielversprechend, finde ich. Und noch eine spannende Entwicklung dabei ist, dass sich das Ganze auch einsetzen lässt als mobile Tankstelle. Denn gerade zwischen den Metropolen gibt es nicht die Möglichkeit, so ein E-Auto oder auch ein Wasserstoffauto wie dieses hier zu betanken. Die Containeranlage von Enercite könnte also angepasst werden, um halt auch als Tankstelle zu funktionieren. Also um entweder direkt irgendwie Autos zu laden oder halt auch, um Wasserstoff herzustellen mit der Energie. Und dann kann man einfach so eine Wasserstofftankstelle daneben bauen. Finde ich ein ganz interessantes System. Die Anlagen von Enercite sind eine Form der dezentralen Energieversorgung. Aber ehrlich gesagt noch nicht ganz, denn es wird ja schon ein kleines Stück in Richtung zentral bewegt. Denn für einen einzelnen Haushalt wiederum lohnt sich das nicht, weil es halt einfach definitiv zu viel Strom ist. Also könnte man tatsächlich sagen, dass dieses System sich vor allen Dingen für eine Gruppe von Menschen eignet. Also zum Beispiel für ein Dorf oder eine kleine Kommune oder sowas. Also für Leute, die sich zusammenschließen wollen. In der Stadt ist das tatsächlich schwieriger. Und hier kommt noch ein interessantes Problem zum Vorschein. Denn es ist so, dass die Windkrafträder in der Regel von Stadtbewohnern befürwortet werden, da aber natürlich nicht gebaut werden, und gleichzeitig von Landbewohnern abgelehnt werden. Und hier sieht man vielleicht nochmal ein Problem an dem ganzen Thema Windkraftanlagen, weil die Leute, die diese Teile bei sich stehen haben, die wollen die nicht haben, und die Leute, die sie unterstützen, die können sie bei sich nicht stehen haben. Wobei dann natürlich auch die Frage wäre, ob die Leute dann das immer noch unterstützen würden, wenn die plötzlich vor ihrem Haus gebaut werden. Können wir mal in den Kommentaren drüber reden. Insgesamt zeigt sich ein auch nicht so ganz schönes Bild, und zwar, dass der Zubau von Windkraftanlagen in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist. Während 2017 noch über 5 Gigawatt Leistung in Form von Windrädern gebaut wurden, waren es 2020 nur noch 1 Gigawatt Leistung. Insgesamt kann man aber trotzdem sagen, dass Deutschland schon weit ist mit der Nutzung von Windenergie. Wir sind nämlich auf dem 3. Platz weltweit. Das ist krass, oder? Was die installierten Anlagen von Windenergie angeht. Auf Platz 1 ist tatsächlich China, gefolgt von den USA. Aber es sind halt auch deutlich größere Länder, ne? Trotzdem braucht man insgesamt auch noch Lösungen, um Windkraft easy in der Stadt nutzen zu können. Ein Startup aus Berlin, die haben da tatsächlich jetzt eine Idee. Das Unternehmen hat so kleine Windkraftsysteme entwickelt, die nach dem Baukastenprinzip funktionieren. Man kann sich also von einer Auswahl an verschiedenen Systemen das aussuchen, welches am besten zu einem passt, und das Ganze dann frei kombinieren und auf dem Dach installieren. Dabei ist vor allem interessant, dass sich diese ganzen Systeme, also diese Baukastenkomponenten, die man hat, zusammenschließen lassen, sodass man am Ende die Leistung erreicht, die man auch wirklich braucht. Dabei ist das Zusammenschalten der Systeme nicht nur auf Windkraftsysteme beschränkt, sondern man kann auch noch eine Photovoltaikanlage kombinieren damit oder sowas. Das Unternehmen heißt Movea und das hat mit diesem Prinzip die erste modulare Kleinwindanlage weltweit entwickelt. Die Basis bildet so eine Mikroturbine, die in allen Dimensionen optimiert wurde. Also die Aerodynamik ist optimiert, der Antrieb und der Wirkungsgrad sind verbessert im Vergleich zu herkömmlichen Kleinwindanlagen. Diese Mikroturbine, die kann daher quasi unterschiedlich verpackt werden. Also als Cube, als Net, String oder als Champ, so heißen die Varianten, die seht ihr jetzt auch hier. Und so können die Turbinen auf unterschiedliche Art angebracht werden. Zum Beispiel an Gebäudewänden, auf Flachdächern oder auf dem Land. Die Turbine allein, die hat jetzt nur eine Leistung von 0,5 Kilowatt, aber die Kombination, die können halt deutlich mehr Strom erzeugen und damit Unternehmen oder andere Institutionen energietechnisch versorgen. Mit 4 Cubes zum Beispiel lässt sich der Jahresbedarf von so einem 3-Personen-Haushalt decken. Als Anlaufgeschwindigkeit braucht diese Windturbine übrigens eine Windgeschwindigkeit von 3 Meter die Sekunde, also eine Windstärke von 1 bis 2. Das ist natürlich sehr niedrig und das ist gut. Eine letzte Technologie will ich euch noch vorstellen, die, wie ich finde, ziemlich lustig und ungewöhnlich aussieht. Die Vortex Bladeless ist eine Windkraftanlage, die ganz ohne Rotorblätter auskommt. Es ist so ein kleiner Turm, der durch den Wind in Schwingung versetzt wird und diese Bewegungsenergie wird dann mit dem Generator in Strom umgewandelt. Dabei nutzt man die sogenannte Vortizität, so nennt man die Wirbeldynamik in Winden oder halt in flüssigen Materialien.
Wenn Wind auf ein Gebäude oder einen Gegenstand trifft, bilden sich Wirbel, die nach Windstärke mehr oder weniger stark ausfallen. Im Normalfall versucht man diese Wirbel durch Architektur möglichst gering zu halten, da es im schlimmsten Fall zu einem Schaden kommen kann. Also dann wird es ja in Schwingung versetzt und das ist nicht gut. Genau diese Kräfte nutzt Vortex Bladeless, da die Form des Turms viel Belastung ertragen kann und das Ganze halt in Energie, also in elektrische Energie, umgewandelt werden kann. Der untere Teil ist fest im Boden verankert und der obere Teil, der ist frei beweglich und halt auch so konzipiert, dass er möglichst gut in Schwingung versetzt werden kann. An der Basis befinden sich zwei Magnete, die sich gegenseitig abstoßen, und bewegt sich der obere Teil in die eine Richtung, stoßen sich die Magneten hier ab und der Turm wird einfach gesagt wieder in die entgegengesetzte Richtung geschubst. Und so wird die Schwingung, die durch den Wind ausgelöst wird, noch weiter verstärkt. Der Vorteil im Vergleich ist, dass die Türme von Vortex Bladeless natürlich wesentlich kleiner und auch kostengünstiger als ein Windrad sind. Sie können überall aufgestellt werden und die Systeme sollen deutlich leiser sein und insgesamt sind die halt auch nicht so krass hoch. Ein Turm wiegt ca. 15 Kilogramm und bringt eine Leistung von 100 Watt. Da kommen wir auch schon zu dem Nachteil, weil 100 Watt ist ja ziemlich wenig im Vergleich zu so einem konventionellen Windrad. Aber man kann halt mehrere dieser Geräte zusammenschalten und vor allen Dingen, man kann das Ganze halt auch nutzen, um ja zum Beispiel Beleuchtung oder sowas zu versorgen an Orten, wo halt kein Strom verlegt ist. Oder man kann zum Beispiel Internet an entfernten Orten möglich machen, wo es halt sonst nicht geht. Bei dieser Methode wird nicht nur weniger Windenergie aufgenommen, sondern es wird auch weniger davon zu Strom umgewandelt, was natürlich ein deutlicher Nachteil ist, also der Wirkungsgrad ist einfach nicht so hoch. Die Umwandlungseffizienz, die liegt nur bei ca. 70%, bei herkömmlichen Windrädern sind es so 80-90%. Und zum Punkt Geräuschlosigkeit muss ich noch mal ganz kurz eine Sache aussprechen, denn bei meinen Recherchen habe ich auch kritische Stimmen dazu gefunden. Also da steht gerade für mich so ein bisschen Aussage gegen Aussage und einige Leute behaupten, naja, die Dinger können gar nicht so leise sein. Kann ich am Ende nicht genau bewerten. Ihr seht, Innovationen, vor allem mit ganz neuen Denkansätzen, sind eigentlich nie einfach. Es steckt irgendwie immer viel Wissenschaft dahinter und halt auch einfach viel Ausprobieren und auch so ein bisschen unternehmerische Arbeit. Aber ich finde es wirklich super spannend, die Entwicklung solcher Systeme zu verfolgen. Und damit haben wir noch ein spannendes System, um Windenergie zu nutzen. Und wir haben gesehen, dass es sehr unterschiedliche Ansätze gibt, die aber alle irgendwie vielversprechend sind und vor allem dafür sorgen, dass die Windenergie oder generell die Energieerzeugung mehr in den privaten Sektor kommt, also in den Privathaushaltssektor. Finde ich sehr, sehr spannend. Diese Windkraftwerke in der Luft sind ein sehr, sehr spannendes System. Zum einen, da sie deutlich mobiler sind, aber halt auch, weil sie ja Luftschichten ausnutzen, wo der Wind konstanter ist und auch zu Zeiten vorhanden ist, wo vielleicht sonst die Windkraft nicht liefern kann. Das finde ich super, super spannend. Und das Ganze ist wichtig, denn wir brauchen erneuerbare Energien für unsere Umwelt, für bessere Luft zum Beispiel. Und damit komme ich zum Partner des heutigen Videos, und zwar Hyundai. Die haben mich jetzt schon oft unterstützt bei meinen Videos. Und eine Sache finde ich besonders cool an diesen Autos. Das hier, das ist der Hyundai Nexo, das ist ein Wasserstoffauto. Und diese Wasserstoffautos, die brauchen ja Luft. Also das Ganze funktioniert, die haben Wasserstoff und Sauerstoff, das reagiert miteinander, daraus wird Elektrizität und dafür brauchen die halt Luft, und zwar reine Luft. Und der Vorteil ist, so ein Auto, wenn ich damit rumfahre, dann reinige ich die Luft damit, denn die brauchen sehr, sehr reine Luft. 99,9% der Partikel werden rausgefiltert durch so Mikrofilter und natürlich nicht an die Umwelt abgegeben. Das heißt, im Endeffekt reinige ich beim Autofahren die Luft. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Und wenn ihr demnächst in den Himmel schaut, vielleicht seht ihr ja dann ein Windkraftwerk.